Moin, mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal den Qualitätsfaktor von Google erläutern. Kurz vorab, der Qualitätsfaktor ist ein zentrales Element für Sie als Werbetreibende, um eben auch die Möglichkeit zu haben, Budget einzusparen. Sie müssen dafür reflektieren, dass es innerhalb der Google AdWords Anzeigenschaltung drei primäre Akteure gibt. Das sind Sie als Werbetreibende und Sie möchten natürlich, dass Sie über Ihre Anzeigenschaltung dann auch entsprechend Erfolg haben, sprich, dass Sie Kaufabschlüsse generieren können. Zum anderen haben Sie dann aber die Kunden, die primär daran interessiert sind, dass Ihr Suchbedürfnis durch Google gedeckt wird. Und dementsprechend ist als dritter Akteur dort Google verankert, der eben diese unterschiedlichen Interessen versucht zu moderieren. Also zum einen möglichst hohe Kaufabschlüsse, zum anderen Befriedigung von Suchbedürfnissen. Und das macht Google eben über den Qualitätsfaktor. Der Qualitätsfaktor ist nichts anderes als ein Indikator dafür, wie gut ausgesteuert ist Ihre AdWords-Kampagne. Und ein zentraler Indikator für Google ist das Verhältnis von Werbeeinblendungen, sogenannten Impressions, zu Klicks. Also, wie häufig muss Ihre Werbeanzeige eingeblendet werden, bis sie denn geklickt wird? Und Sie können an diesem Verhältnis selber steuern, indem Sie eben versuchen, die wichtigen Elemente innerhalb einer AdWords-Kampagne auszusteuern und aufeinander abzustimmen. Das ist zum einen die Kongruenz, also die inhaltliche Abstimmung zwischen Keywords, Anzeige und Landingpage. Dann aber auch das Verhältnis oder die Performance dieser Elemente im Zeitverlauf. Bedeutet, funktioniert das auch langfristig? Auch das guckt sich Google an. Und dann gibt es eben einen dritten Faktor, sogenanntes Magic, die Magic Box, die Black Box, die Google definiert und nicht offenlegt. Die können Sie auch nicht sehen, weil das ist eben auch über einen Algorithmus gesteuert, der eben diesen Qualitätsfaktor dann hinterher vergibt für einzelne Keywords oder Keyword-Kombinationen. Wenn Sie sich aber diese drei Elemente einmal anschauen, dann ist also zum einen wichtig, dass Sie die Keywords gut abstimmen auf Ihr Produkt und zum anderen eben auch auf die Bedürfnisse des Kunden. Das heißt, Sie müssen schon innerhalb einer AdWords-Kampagne oder einer einzelnen Anzeigengruppe die Keywords so definiert haben, dass sie sowohl zum Produkt als auch zu den Bedürfnissen der Nutzer passen. Dann sollte die Anzeige, die zu dieser Anzeigengruppe geschaltet wird, auch so formuliert sein, dass eben die Suchbedürfnisse des Kunden, Hochzeitskleid kaufen als Beispiel, auch sich in der Anzeige wiederfinden. Und als drittes Element ist eben die Landingpage, also die Seite, auf die der Suchende kommt, in dem Moment, wo er auf die Anzeige klickt, die sollte natürlich auch wieder zu dem passen, was in den Keywords vorher definiert wurde. Wenn ich also Keyword Hochzeitskleid kaufen habe und die Anzeige dazu passt, und hinterher lande ich auf der Startseite eines Online-Shops, wo neben Hochzeitskleidern eben auch noch Anzüge, Schuhe und so weiter verkauft werden, dann ist es eben für den Suchenden kein gutes Erlebnis, weil er muss ja dann seinen Suchprozess von vorne starten und auf dieser Seite wieder auch nach Hochzeitskleidern suchen. Das bedeutet, auch das sollten Sie reflektieren und eben auch versuchen, gute Landingpages für diese jeweilige Anzeigengruppe zu finden. Wenn Sie den Qualitätsfaktor einmal monetär betrachten, dann ist es so, dass Sie in Google AdWords immer einen maximalen Klickpreis pro Keyword-Kombination definieren können. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel von vier verschiedenen Werbetreibenden und Werbetreibender A ist bereit, eben 1 Euro pro Klick maximal zu bezahlen. Und Werbetreibender C ist bereit, nur 50 Cent zu bezahlen. Jetzt hat aber Werbetreibender A nur einen Qualitätsfaktor von 1, weil er eben seine
Elemente der Keyword-Kampagne nicht aufeinander abgestimmt hat. Und Werbetreibender C hat aber einen Qualitätsfaktor von 4, weil er eben seine AdWords-Kampagne entsprechend ausgesteuert hat. Dann berechnet Google die sogenannte Rangwertsziffer. Bedeutet, wenn jetzt Werbetreibender A 1 Euro einsetzt, wird es multipliziert mit dem Qualitätsfaktor. Weil der nur 1 ist, wird eben der 1 Euro auch nur mit 1 multipliziert. Sprich, er hat eine Rangwertziffer von 1,0. Werbetreibender C hingegen bietet maximal 50 Cent, hat aber einen sehr guten Qualitätsfaktor. Bedeutet, diese 50 Cent werden mit dem Qualitätsfaktor von 4 multipliziert und er bekommt eine Rangwertziffer von 2,0. Effektiv, in diesem Beispiel zumindest, bedeutet das, Werbetreibender A gelangt von den 4 Bietern auf Position 3, obwohl er den höchsten Budgeteinsatz hat, und Werbetreibender C kommt auf Position 2, obwohl er mit 50 Cent maximalen Budgeteinsatz relativ weit hinten wäre, wenn es den Qualitätsfaktor nicht geben würde. Sie merken also, man kann über eine gute Aussteuerung einer AdWords-Kampagne auch real Geld einsparen, indem man eben versucht, den Qualitätsfaktor immer möglichst weit oben zu haben und eben auch versucht, Keywords, die nicht gut im Qualitätsfaktor sind, auszuschließen oder eben zu gucken, wie kann ich hier noch Anpassungen, während die Kampagne läuft, vornehmen, damit eben der Qualitätsfaktor wieder steigt.